Abend, Freunde, und herzlich willkommen zum 8. Spieltag der deutschen Eishockey-Liga. Es sind in dieser Woche 3 Spieltage. Am Mittwoch gab es die Partie gegen Ingolstadt, heute gegen Berlin. Und auch am Sonntag gibt es wieder eine Partie. Die Eisbären zu Gast hier in Augsburg. Und auf der einen Seite Sebastian Dahm und auf der anderen Seite Olivier Roy zwischen den Pfosten. Und für die Augsburger, für uns lief es ja in den letzten beiden Partien wirklich hervorragend. Können wir an diese Leistung anknüpfen heute gegen die Eisbären Berlin? Oder endet diese kleine, aber feine Siegesserie gegen Berlin? Wir hoffen nicht. Wir wollen weiter auf den aufsteigenden Ast. Und wir wollen auch den Zuschauern zu Hause natürlich eine interessante und erfolgreiche Saison zeigen. Boah, Ortega hat er gut gemacht. Neil. Vorne geht Trevelyan, aber gut aufgepasst vom Berliner Verteidiger. Sahir Gil. Querpass kommt und Olivier Roy auf dem Posten. Das sind so die wichtigen Momente, die die Augsburger brauchen, diese rückhaltstarken Situationen von Olivier Roy. Denn wenn man hinten keine Gegentreffer kassiert, dann ist das schon mal die halbe Miete. Aber Berlin ist richtig zielstrebig jetzt gerade in den letzten Minuten. Lassen die Augsburger hier nicht mehr aus der eigenen Zone. Lapierre. Aber auch er findet keine Anspielstation. Und somit kann sich Augsburg erstmal wieder befreien. Hälfte des ersten Durchgangs ist vorbei. Und dann mit der Rückhand vielleicht in Richtung Sebastian Dahm. Und der hält mit Bravour. So langsam aber sicher kommt Fahrt in diese Saison. So langsam aber sicher wird es interessant an diesem 8. Spieltag der deutschen Eishockey-Liga. Viele, viele Überraschungen haben wir in der richtigen Liga bislang gesehen. Berlin steht da richtig schlecht. Es sind einige Mannschaften, die noch nicht ihren Rhythmus gefunden haben. Bleibt zu hoffen, dass sie genau eben jenen Rhythmus finden. Und wieder Olivier Roy mit einer hervorragenden Parade. Und da ist Stieler, aber wieder Sebastian Dahm. zu 0 nach knapp 13,5 Minuten. Marcel Nöbels. Berlin versucht. Dann hat er gut die Abwehr hinter sich lassen. Aber auf der rechten Seite kein Spieler der Berliner. Und somit die Scheibe erstmal wieder aus der Gefahrenzone der Augsburger raus. Janke. Hat der Trick, den er da einstecken muss. Gut verteidigt vom Augsburger. Aber Berlin wird zunehmend stärker und auch hier wieder eine hervorragende Möglichkeit. Sie kommen immer besser ins Spiel rein, die Eisbären. Machen es Augsburg hier unfassbar schwer. Der Pass war ein bisschen zu weit. Und dementsprechend gibt es Icing. Und damit Bulli in der Zone des AIV. Lambacher gegen Hessler. Vorsichtig, Batman. Jawohl, Hafenrichter. Und es gab ja Anfang Oktober das erste große Update für NHL, welches auch schon neue Jerseys beinhaltete, unter anderem für die Ebel. Und auch für die National Hockey League, die Third Jerseys. Die DEL Jerseys waren da nicht mit dabei. Es ist davon auszugehen, dass wie auch im letzten Jahr das große Update für die DEL erst Ende Oktober folgt. Letztes Jahr war es, glaube ich, der 26.10., als die Jersey Updates kamen. Und dementsprechend müssen wir uns da noch ein paar Tage gedulden. Und sobald die neuen Jerseys rausziehen, werde ich da natürlich ein Video drüber machen.
Leblanc. Rein in den Mittelabschnitt. Augsburg bleibt an der Scheibe. Gut gemacht. Und jetzt die Chance für Zaire Gil, aber der bleibt wieder hängen. Und die Berliner kommen. Trotzdem sieht das sehr, sehr beständig aus, was Augsburg da defensiv zeigt. Und gleich die Eisbären hier wirklich viel Druck ausüben. Jetzt aber vielleicht Lamp. Jetzt vielleicht Lamp am Tor vorbei. Weiterhin 0:0. Ja, Ortega wird rausgedrückt. Dann geht hinter das Tor, Kettema. Vorsichtig, Berlin wird gefährlicher. Boah, wichtig, dass Ullmann da steht. Ansonsten hätte die Scheibe durchaus den Weg ins Tor finden können. Und Sebastian Dahm gibt die Scheibe wieder ab. Gut gesehen. Braucht nichts, Budi nehmen kann den Spielfluss beibehalten. Und Föderl wird da gecheckt vom Augsburger. Trevelyan komme nicht rein. Berlin macht das da defensiv absolut top. Wieder Leo Föderl. Wiesmann. Und Stieler. 9,5 Minuten noch. Jetzt vielleicht ein bisschen Platz da. Jetzt vielleicht die Möglichkeit für Augsburg. Hase kommt gerade erst von der Bank. Oh, Leute. War ein Riesenfehler. Jetzt gibt es die Strafzeit gegen die Berliner. Da war, wollte ich gerade sagen, der Einstieg etwas rabiat. Und Schmölz als Zweiter an der Scheibe und dementsprechend die erste Strafe der Partie. Und es trifft Leo Föderl von den Eisbären Berlin, der da wirklich geackert hat im Offensivdrittel. Aber da ein bisschen zu viel. Und jetzt Augsburg mit der Chance, dieses Powerplay zu nutzen. Aber erstmal Berlin mit der Befreiung. Oh, Fraser, der ist ganz schnell unterwegs. Kann er die Abwehr da abschütteln? Nein. Das kann doch nicht sein, ey. Trevelyan. Es ist kein Kraut gewachsen. Hälfte des Powerplays schon vorbei. Jawohl, und dann steht er mir noch im Weg rum. Jetzt vielleicht Ullmann, aber wieder Sebastian Dahm. Augsburg tut sich hier aktuell sehr, sehr schwer, auch in Überzahl. Nicht dies, was man von den Augsburgern kennt. Und wieder raus, und das wird ganz, ganz schwer werden für Augsburg hier, den Fuß in die Tür zu bringen. David Stieler. Jetzt vielleicht McNeil. Da war mal der Ansatz vor einer guten Möglichkeit. Aber wieder der Fehlpass. Und Augsburg kann sich da nicht festsetzen. Oh Mann. Also Berlin sehr, sehr aggressiv im Vorchecking auch schon. Das machen sie hervorragend. Schön auf Schmölz. So, und hier ist jetzt kein Mensch. Und da frage ich mich, wie soll ich zurück an die Blaue legen? Ranke. Und Augsburg kann sich hier wirklich glücklich schätzen, dass Berlin im Abschluss nicht so zielstrebig ist. Boah. Also Augsburg heute richtig mit Problemen. Und da haben wir Glück gehabt. Da haben wir richtig Glück gehabt. Passt nicht so. Berlin wesentlich besser, auch wenn die Schussstatistik mit 9:6 relativ ausgeglichen ist.
Die Augsburger mit vielen, vielen Fehlern im Aufbau, viele, viele Fehler in der Defensive. Und Berlin steht hinten drin wirklich 1A. Shepard. Nächste Möglichkeit, Berlin. Wir kommen gar nicht an die Scheibe ran. Alter, das kann doch nicht sein. Das gibt's doch nicht. Und jetzt die Augsburger über Leblanc. Damn, erst im zweiten Nachfassen, aber noch vor dem Herannahen des Augsburger Stürmers. Was ist mit Augsburg los? Sehr schön auf Callahan. Der hat die Scheibe auf rechts. Kann er die Lücke finden? Nein. Scheitert an Sebastian Dahm, wie so oft. Valentine mit Ullmann und mit Callahan. Komm, komm, komm! Yes, und da ist es! Der Berliner macht selber rein und da war ein guter Moment der Augsburger und dann steht's 1:0 für den IV. Richtig schön rausgespielt. Und dann steht's 1:0 für Augsburg. 12 Minuten verbleiben in diesem Spiel. Payout, nächste Möglichkeit Augsburg. Oh, aber hier Sebastian Dahm aufgeweckt. Lässt er sich nicht beirren von dieser Situation. Und das könnte Augsburg den entsprechenden Push bringen. Ja, Wissmann geht da dazwischen, auch wenn es weh tut. Und Strafzeit, Eisbären Berlin. 10 Minuten auf der Uhr. Augsburg sollte schauen, jetzt dieses Überzeitspiel nutzen zu können. Lücke war da. McNeil, das machen sie gut, die Augsburger. Kommen jetzt von Beginn an in diese Aufstellung rein. Abgefälscht bzw. abgeblockt. Und Shepard bekommt die Scheibe weg. Ortega auf McNeil. Jetzt aber die Kontermöglichkeit. Sag hier Gil. Augsburg mit der Möglichkeit. Leblanc, das ist unfassbar gut gespielt. Aber wieder einmal mehr Sebastian Dahm. Ach, schade. Doppelpassversuch misslungen. Aber dieses Powerplay schon wesentlich zwingender als noch Powerplay Nummer 1. Gute Ansätze von den Augsburgern. Hier auf 2:0 zu erhöhen. Der erste Treffer hat mit Sicherheit gepusht. Jetzt Berlin mit einem kleinen Wechselfehler. Trevelyan kann kein Profit rausschlagen. Halbe Minute noch. Nochmal Augsburg. Da ist Ullmann. Kann die Verteidigung nicht wirklich überrennen. Och, schade. Wieder eine hervorragende Möglichkeit. Also Augsburg drückt. Berlin ausschließlich in der Defensive hier in diesem Powerplay. Schon ein ganz anderes Bild wie noch in der ersten Situation. Aber sie kriegen die Scheibe wieder raus und damit die Berliner jeden Augenblick wieder komplett. Frazier, schneller Antritt. Da ist er vorbei an der Verteidigung. Sehr schöner Turnover von Ullmann. Bleibt da komplett stehen. Habe ich nicht verstanden.
Ansonsten wäre das eine gute Möglichkeit geworden. Schöner Block. Kette, ah, da ist es! Augsburg kriegt die Scheibe nicht weg. Und dann steht es 1:1. Florian Kettema. Natürlich eine bittere Situation. Aber wenn man so die Eisbären zum Abschluss kommen lässt, dann braucht man sich am Ende nicht wundern. Und das ist richtig bitter. Keine 5 Minuten mehr vor Ende der Partie. Die Eisbären zurück im Spiel. Augsburg probiert es, aber Sebastian Dahm. Natürlich weiß er, Eisbären Berlin. Jetzt mit dem Push, jetzt mit der Möglichkeit, diese Partie am Ende zu drehen. Ja, und Augsburg hat es tatsächlich versäumt, hier auf 2:0 zu erhöhen. Scheibe bleibt draußen, sehr gut, sehr wichtig. Oh, gut nachgegangen, gut gesehen. Da ist Schmölz. Was macht denn Lamp? Da muss er doch dran. Wow, Olivier Roy rettet Augsburg da. Das 1:1. McNeil kommt nicht richtig zum Abschluss. Aubry, Achtung. Wichtiger Zweikampf da vom IV. Oh, geh doch dran. Ramasch, vorsichtig. Oh, der muss einen richtig harten Check einstecken. Und Valentine, 10 Sekunden noch. Nur noch 10 Sekunden und Sebastian da. Das hätte durchaus die Chance sein können. 7,2 Sekunden vor Schluss. Und der Treffer für Augsburg. Aber bislang stehen die Zeichen auf Verlängerung. Und so ist es auch. Augsburg-Berlin. 1:1 nach 60 Minuten. Die Panther verpassen den dritten Sieg nach 60 Minuten in Folge. Punkt für jede Mannschaft. Und wer holt sich den Zusatzzähler? Und die Gewinner Augsburg. Jetzt natürlich Platz auf dem Eis bei 4 gegen 4. McNeil. So viel Traffic vom Tor. Sahir Gil kommt nicht zum Abschluss. Gut gesehen von Frank Hörtler. Ortega. Deppert. Wieder auf Hörtler. Kettema, der den Ausgleich der Berliner erzielt hat. Und McNeil und wieder Sebastian Dahm. Geht das Ding ins Penalty schießen? Das ist die große Frage. 1:47 noch auf der Uhr für beide Mannschaften und Lapierre gegen Ullmann. Sehr schön nachgesetzt vom Augsburger. Und dann aber nur so ein Einstieg. Geh doch hin und wir kriegen eine Strafzeit. Und Olivier Roy. Strafzeit gegen Augsburg und es trifft Steffen Tölzer nach dem Einstieg hier an der Bande gegen Lapierre. Hartes Checking und dementsprechend Berlin jetzt mit 4 gegen 3. Für die letzten 1:28 sollte Augsburg dieses Unterzahlspiel schadlos überstehen. Gefährliche Chance. Komm! Wow! Die Riesenmöglichkeit für Augsburg.
Schöne Zweikämpfe. Ja, Wismann, Braun. Natürlich ist für Berlin der entsprechende Platz da. Schön. Also Augsburg sehr konzentriert in der Verteidigung. Wollen dieses Spiel mit ins Penaltyschießen nehmen. Leblanc und wieder Sebastian Darm. Schöner Alleingang. Sekunden. Lamp Ortega! Und wieder ist es Olivier Roy, der die Scheibe am Einschlag hindert. Jetzt komm! Oh! Oh, Zweikampf! Oh! Hohoho. Und jetzt ist er drin. Das war's. Berlin drückt am Ende etwas zu sehr. Und sie machen den Treffer zum 2:1 und gewinnen diese Partie nach Overtime. So, und was hat das für Auswirkungen auf die Tabelle? Das werden wir uns gleich anschauen. 18:18 Schüsse. Es war wirklich eine Partie auf Augenhöhe. Beide Teams hatten entsprechende Chancen. Augsburg hat ihre Chance zum 2:0 nicht genutzt. Das wurde eiskalt bestraft durch die Berliner. Und am Sonntag sind wir zu Gast in Iserlohn. Und wir schauen auf die Tabelle, die so aussieht wie folgt. München auf der 1 vor den Thomas Sabo Eisteigers. Straubing auf 3 vor den Kölner. Berlin durch den Zusatzpunkt auf Rang 5 vor der Düsseldorfer EG, vor dem KIV. Die Grizzlies Wolfsburg auf der 8. Auf der 9 haben wir die Augsburger Panther. Gefolgt von den Schwenninger Wild Wings, die noch ein Spiel weniger haben. Auf 11 die Iserlohn Roosters, also ein Sieg hier. Absolut wichtig. Dahinter dann Bremerhaven, Ingolstadt und die Adler Mannheim. Wilde Tabelle, die wir hier haben. Aber wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.